damit ein herzliches Willkommen hier aus Saudi-Arabien zu Round 2 unserer F1 24 Mega-Season und ich freue mich extrem. Hier ist Jeddah. 6,1 Kilometer, 27 Kurven und satte 3 DRS-Zonen machen diese Strecke wirklich zum schnellsten Startkurs aller Zeiten. Ich freue mich extrem, aber ja, wir werden heute mal ins Training und vor allem auch ins Qualifying reingehen und ich werde auch mit euch ein bisschen einen Blick auf das gestrige Training legen, aber auch meine Predictions für das heutige Qualifying. Ich freue mich extrem und das zweite von 3 Samstagrennen steht an. Ich bin sehr hyped drauf. Und let's go aus der letzten Kurve raus. Max Verstappen damals hier, ja, 2021 seine Pole Position weggeschmissen. Aber was soll ich sagen, das war Schnee von gestern. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst doch gern Däumchen und auch, falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich auch gern freuen, dass ihr auf Instagram, IT-Gaming und auch gern auf TikTok, jetzt-Tobi vorbeiguckt. Links mal alle unten in der Bio. Turn 1 war jetzt noch nicht optimal, aber ich muss auch sagen, das ist mein very first run hier. Also ich bin keine einzige Sekunde vorher hier gefahren. Also, ja, nehmt es mir nicht übel, wenn jetzt noch nicht jede Lenkung perfekt ist. Ich bin hyped, denn Jeddah ist halt wirklich eine mega Herausforderung. Es ist so schwierig, hier gute Zeiten zu fahren, aber vor allem auch, ja, es ist diese Konstanz in gell? Okay, da hat einer vor mir abgebremst. Es ist diese Konstanz, die die Strecke wirklich einzigartig macht. Man muss hier wirklich on point, jede Kurve, jeder Scheitel muss passen, sonst krachst du einfach in die Mauer. Das Besondere auch an diesem Wochenende wird sein, dass wir nicht nur die Formel 2, sondern auch das erste Mal die F1 Academy, sprich als die neue Frauenserie, also neu ist sie nicht, aber wir haben viele, viele Neuheiten, wie unter anderem zum Beispiel, natürlich wir haben 5 Hersteller, aber hierbei sind unter jedem Hersteller auch jedes ein Formel 1 Team verteilt. Wir haben auch ein Tommy Hilfiger Team, ein Puma Team, ein Make-up Team haben wir noch dabei und auch ein Red Bull Ford Team. Es wird also sehr, sehr interessant werden, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin hier mit Round 1 vorbei. Ja, die Runde war jetzt eher mittelmäßig, das muss ich zugeben. Wir fahren aber auch auf Gelb und auf Mittler IRS. Also das war jetzt auch kaum auf Pushen aufgebaut. Ich war dann hier mal so fleißig und konnte mich hier bis im letzten Run durcharbeiten. Und jetzt geht noch einmal hier durch die letzte Kurve durch und ich habe dann meine 5. Runde absolviert. Es ist hier einfach toll. Du musst wirklich auf der Lauer sein, denn die Strecke hat es in sich. Dennoch bin ich hier wirklich sehr, sehr stolz, dass wir das einfach, dass ich da einfach heute mit dabei bin. Wie gesagt, morgen sollte dann auch, wenn nichts schief geht, das Rennen online kommen und die Recap dann am Montag. Aber am Sonntag habe ich auch was ganz Besonderes vorbereitet. Also seid auf jeden Fall da. Und abonniert doch gern kostenlos. Das war's aber mal. Wir gehen noch einmal hier in mein Quali-Tempo-Programm rein. Es ist zwar kein richtiges Programm, weil ich ja in einer normalen Grand Prix-Modus fahre. Deswegen auch hier mit Charles Leclerc zum Titel. Ich würde sie nicht gönnen. Nur dieses Jahr sieht chancenlos aus. Ich hoffe, dass mit Hamilton nächstes Jahr auch mehr Schwung zu Ferrari kommt und dass wir dann auch nächste Season ein bisschen mehr bei Ferrari bisschen mehr einen engeren Kampf um den ersten Platz haben, nicht nur im Qualifying, sondern hoffentlich dann auch im Rennen, wo dann die Red Bull wirklich unschlagbar sind. Der erste Sektor bis jetzt lief ziemlich gut, ja, jetzt ist ein bisschen Albon im Weg, ja, da muss ich ein bisschen in die Strecke, hat Zeit gekostet, eindeutig, aber es reicht trotzdem mal für Lila. Es ist sehr, 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 sehr clean jetzt schon, also ich habe die Einzelsession genommen im Training, dennoch muss ich sagen, es lässt sich verdammt gut hier fahren, also wow, das ist wirklich vom Beginn des Trainings zum jetzigen Zeitpunkt, sprich jetzt circa 10 Minuten vor Schluss, ist das wirklich jetzt schon ein mega Unterschied vom Grip Level her. Ich bin jetzt hier mitten im mittleren Sektor, eine sehr, sehr coole Kurve, auch das hier, da musst du richtig aufpassen, denn du fliegst quasi blind in die Kurve rein, musst aber dennoch den Shuttle perfekt erwischen und auch den Exit. Es ist einfach ein wahrer, ja, eigentlich eine irre Fahrt hier und auch was alles in Quida da geplant wird, also diese 70 Meter hohe erste Kurve, die dann auf dem Dach eines Gebäudes ist und, also das könnte tatsächlich eine mega, mega, mega Strecke werden. Dazu aber später mehr, schaut auch gern für mehr Infos auf TikTok vorbei. Und wir sind hier jetzt noch einmal in Jeddah, jetzt auch die richtigen Bedingungen, wir haben Night, circa 20 Uhr.
Ortszeit und es ist einfach nur top. Es ist sehr, sehr schön. Da noch einmal die Basics der Strecke. 6,174 Kilometer, 27 Kurven, 3 DRS-Zonen und wie gesagt, es ist tatsächlich der schnellste Startkurs, den es jemals gab. Und wir haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 250 km/h, was tatsächlich unmenschlich krass ist. Wenn du nimmst, ein Fehler könnte da tatsächlich nicht nur das Ende vom Rennen bedeuten, sondern ein Fehler kann sehr verheerend sein. Jetzt aber mal in den ersten Run, das erste Outing im Q1. Also jetzt mal kurz, einmal kurz mit reingehen. Jetzt einmal kurz konzentrieren. Ich werde euch natürlich nicht die ganze Runde zeigen, denn dafür sind wir zu früh hier dran. Also wir werden auch hier mal ein bisschen den ersten Sektor durchsmoothen. Aber es läuft halt hier wirklich rund. Der Grip ist phänomenal. Und auch hier lässt sich das Auto gut durchsteuern. Mittlerweile jetzt hier wieder in Turn 26 Richtung 27. Letzte Kurve. Ja, das war okay. Der Exit war traumhaft nah an die Mauer dran. Und was soll ich sagen? Es reicht mal aktuell für eine unmenschliche Zeit von 1:29.0. Da geht auf jeden Fall nicht mehr viel. Auch wenn im Zeitrennen vermutlich mehr Zeit drin wäre, ist es hier wirklich schwierig. Und wir waren 1,4 Sekunden schneller als Max Verstappen. Was für eine Zeit. Ich fahre hier tatsächlich auf 93 und wir waren einfach so schnell. Also tatsächlich, ich wusste auch nicht genau, wo ich die Zeit hergenommen habe. Das war einfach krass. Das werde ich vermutlich auch nicht mehr so toppen können. Ich werde trotzdem alles geben, natürlich auch Carlos Sainz auf den dritten Platz, sehr stark. Wirklich sehr, sehr stark, mein Teamkollege hier. Noch Teamkollege, nächstes Jahr wird ja alles anders sein. Und jetzt geht's los. Wir werden aber auch jetzt ein bisschen drüber sprechen, was gestern im Training passiert ist. Und was soll ich euch sagen? Es gab nicht viel zu beklagen. Es hat sich ein bisschen rauskristallisiert, dass auf jeden Fall Fernando Alonso, beziehungsweise die Alpine ADS Martin Jungs mit weniger Spritlast gefahren sind. Ist aber auch klar, ihr Hauptsponsor Aramco kommt ja auch aus Saudi-Arabien oder wird er vom Staat sogar betrieben. Deswegen muss man ja auch ein bisschen Eigenwerbung machen, indem man den Aston da ganz nach vorne katapultiert, während ich hier euch meine Q2-Runde in der Outsicht hier gönne. Ja, war ich ein bisschen weit vom Körper weg. Und hier durch diesen Sektor durch, da hatte Mick seinen krassen Unfall mal. Aber jetzt mal zurück, was soll ich sagen? Fernando Alonso sah echt stark aus. Natürlich weiß man bei den Red Bull nicht genau, ist da geblufft worden oder nicht. Eine heikle Szene gab es auch zwischen Hamilton und Carlos Sainz und Logan Sargeant, der eigentlich ja der Haupttragende davon war, denn der war auf seinem schnellen Run, Hamilton hat da keinen Platz gemacht, Sainz dahinter konnte nicht ausweichen und da wäre es tatsächlich zu einem Horror-Crash gekommen. Sargeant konnte ausweichen, aber es waren natürlich keine schönen Bilder. Bis zum jetzigen Zeitpunkt, was haben wir hier jetzt, Freitag 21.30 Uhr, ist nichts bekannt. Also, Donnerstag 21.30 Uhr ist nichts bekannt. Also, ich halte euch auf dem Laufenden. Für mehr Infos natürlich auch gerne auf TikTok, aber ich denke mal, die Red Bulls werden noch aufdrehen. Stark sehen auf jeden Fall auch die Ferrari aus. Im Gegensatz zu den McLaren, da war es ein bisschen mittelmäßig. Und es sieht auch aus, als ob dieses Wochenende wieder Russell Hamilton in der Tasche hätte. Die Alpine auch ein bisschen besser. Es war eine tolle Runde, aber diesmal mit weitaus weniger Speed. Wir waren nur noch auf 9,31 und ja, Sainzi, schaffst du es eh überhaupt in die Top 10? Come on, Leute, wir speeden das mal nach vorne. Ich bleibe auch auf den dritten Platz. Ja, es war eine mittelmäßige Runde, kann ich jetzt doch nichts anderes sagen. Nein, Sainz ist 12. und ist in Q2 ausgeschieden. Hoffentlich passiert das nicht im heutigen richtigen Qualifying so, denn das wäre tatsächlich eine Watschen, also eine richtige Klatsche wäre das für die Ferrari, für die Tifosi. Aber wir sind hier in Q3, unentbehrlich gehen wir hier weiter und müssen hier tatsächlich hoffen, dass wir ein bisschen mehr Zeit finden. Es waren dann doch schon beachtliche 8 Zehntel, die uns da gefehlt haben. Natürlich muss ich auch sagen, ich bin zwar mit einem frischen Satz gefahren, doch der Run war einfach nicht optimal.
Ich hatte den ein oder anderen Fehler drin, ihr habt es auch gesehen, ich bin die Kurven nicht ganz ausgefahren, musste da wirklich ein bisschen auf Safety gehen. Jetzt geht's aber mal rein hier in den vorletzten Run des heutigen Tages und hier durch den durch diese mittelschnellen Kurven in Sektor 1. Es ist halt wirklich, hier darfst du dir kaum einen Verlenker erlauben. Boah, da waren wir ganz leicht auf den Körb drauf. Richtung Kurve 27. Wird es reichen mal, um die schnellste Rennrunde zu halten? Jetzt wird es interessant. Ich gönne mir auch ein bisschen Toe vom Ersten. Oder was ist das da vor mir? Exit war jetzt nicht ganz so sauber. Max Verstappen mit der schnellsten Rennrunde 1:30.0. Ich gehe auf das DRS. ERS ist aufgedreht und es reicht. Mal um Erster zu sein. Na, 1:29.9. Die Zeiten sind langsamer geworden, aber nicht nur bei mir, sondern bei vielen. Entweder liegt das tatsächlich hier im Game an den Temperaturen. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, warum jetzt auf einmal unsere Zeiten so rapide langsamer geworden sind im Vergleich zu Q1. Aber es könnte tatsächlich an den Temperaturen liegen. Nur im dritten Sektor habe ich da Zeit verloren auf den guten Max Verstappen. Das ist aber trotzdem gut, denn wir waren fast 2 Zehntel schneller. Ich gehe noch einmal hier rein, wir gucken uns das an, mit welchen Reifen wir hier rausgehen. Und ich probiere es tatsächlich noch einmal mit dem, wie ich vorhin die schnellste Rennrunde hatte. Erstens mal natürlich, weil die Reifen hier sowieso kaum Abnutzung haben, aber andererseits, weil ich hier einfach noch einmal richtig eingehen will und in der letzten Kurve viel Zeit liegen lassen habe. Let's go hier, meine Qualifying-Runde für das morgige Rennen in Jeddah. Turn 1 gut erwischt, auch rechts hier den Körper leicht mitgenommen. Beim Exit nur nicht zu weit neben die Strecke sich tragen lassen. Es geht drauf hier in diese Schicksalskurve, die es wirklich in sich hat. Hier ditchte heute schon mal Lance Stroll an, also gestern für euch. Jetzt hier durch, Full Speed, alles einmal kurz lupfen. Da früher vom Gas runter, um dann schneller aufs Gas wieder drauf zu gehen. Qualifying ist mittlerweile beendet. Es reicht hier mal, um Purple im ersten Sektor rauszuholen. Wir können jetzt hier tatsächlich unsere erstplatzierte Zeit nochmal toppen. Boah, da rutsche ich weit neben die Mauer, das kostet auch Zeit. Ich musste hier einen kurzen Cut anlegen. Es geht durch diese Schikane durch, die ich absolut nicht leiden kann. Denn unter Druck passieren hier tatsächlich viele Fehler, gerade in dieser Schikane. Jetzt durch den letzten, ja, speedigen Sektor. Hier sind viele Kurven über 250 km/h. Full Speed geht's hier rein in diese Zickzack-Kurve und da komme ich nicht in die Strecke. Das kostet sehr viel Zeit und wir gehen sogar in den roten Bereich, was mit Lila jetzt hier, das hätte nicht passieren müssen. Jetzt hier Richtung Turn 27, da liegt mindestens noch 2 Zehntel, das weiß ich auch. Und die finde ich auch flott, nur der Exit darf jetzt, naja, weiß ich nicht so, ob der Exit so gesessen hat. Das sind knappe 2,5 Zehntel. Wo bleibt die Uhr stehen? Hat's für die Pole gereicht? Wir müssen noch einmal kurz warten und es reicht, Leute. It's Pole Position. Wir sind also in Jeddah auf dem ersten Platz. Schaut gerne auf TikTok vorbei und auch gerne auf Instagram. Abonniert gern kostenlos diesen Channel hier. Ich freue mich extrem. Also werden wir tatsächlich im morgigen Rennen der Mega-Season von der Pole aus ins Rennen gehen. Es kann trotzdem viel schief gehen. Abonniert gern kostenlos. Schaut für viele Infos auch gerne auf TikTok und Instagram vorbei. Links mal alle unten in der Bio. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao.